Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Warum ist mein Terminal so groß? Das irritiert. Genauso wie diese Kack-Menümusik. So, weitere Aktion Vollbild. So, okay, wir waren da. Das heißt, wir müssen nach da weiter. Let's go. Ist da eine Kuh drauf? Ja, das ist eine Kuh auf dem Pilz. Lol. Was? Achso. Da hatte gerade im ersten Moment geklingt wie eine Schlange. Seit wann gibt es jetzt Schlangen? Aber eben, die Spinnen klingen ja so. Die Spinnen halt, die Spinnen. Fly! Oh, oh, ach ja, ich mache halt damit alles kaputt. So muss das sein. Boah, Alter. Haare im Gesicht, Alter. Sachen, die du nicht im Auge haben möchtest. So. Eigentlich wollen wir gar nicht Richtung Dschungel, ne? Das heißt, ich hoffe mal, wir laufen jetzt relativ richtig. Ist da ein Loch? Ja, aha. Kommen wir da rein? Ah, aha. Ach, Kollege. Oh. Das Licht. Ach so, da ist noch ein Höhleneingang. Ah, gut, scheint also doch relativ langweilig hier zu sein. Tschüss, bin wieder weg. Ja, was mal geil wäre, wenn wir so einen Sattel hätten oder mit so einem Pferd reiten könnten. Aber gut, andererseits. Spätestens beim nächsten Fluss hätten wir damit dann eh ein Problem. Weil über den Fluss kommt mit dem Pferd, aber nicht. Was ist mit dem Kopf los? Da kann aus, als wenn der Kopf im Körper drin wäre. Oh, guck mal hier. Was haben wir denn da? Schönes, feines. Doink. Eine Goldhacke. Harke. Hacke, doch Hacke. Macht Blöcke zu Ackerböden. Alle Blöcke? Macht Blöcke zu Ackerboden. Nö. Die haben gelogen. Hier, das ist ein Block. Und das ist kein Ackerboden. Die haben gelogen. Die Schweine liegen mich an. Das ist ja Petruschka. So, hier gibt es aber kein Gold, ne? Nö. Okay, let's go. Kein Bock auf diesen tristen Ort. So, wenn wir ein bisschen was essen hier. Immer diese scheiß Schluchten hier. Aber da kommen wir da rüber? Da sieht's gut begehbar aus, ne? Let's go. Nein, damit. Hallo? Geht doch. So. Der ist ja immer noch Dschungel. Warum ist der Dschungel so groß? Was ist los mit dem? Na, das ist sogar wieder richtig tiefer Dschungel. Krass. Und nein, wir laufen nicht im Kreis, weil der Kompass zeigt ja nach hinten. Das heißt, wir laufen immer noch von unserem Haus weg. Also können wir schlecht in einem Kreis laufen. Ihr Deppen. Ich hab nicht mal studiert, Alter. Ho, 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 ho. Achso.
Dachte schon, ich jetzt richtig tief, Alter, richtig. Bis auf die Lava-Ebene runter. Das wäre halt geil gewesen, aber nee. Dafür ist das Spiel zu langweilig. Oh, das war das Letzte. Das ist traurig. Dann müssen wir ab jetzt Beeren essen, Alter. Ah, oder Melonen. Ja, die gibt's ja auch noch. Ich habe gerade das Messer gedrückt gehalten. Seit wann geht das? Ich dachte, das gedrückt halten geht nicht. Ah, der Suspekt. Muss ich mal probieren hier. Wenn ich das einfach gedrückt halte. Ja, das geht. Hä? Seit wann das denn? Das war doch früher, dass wenn man gedrückt hält, er trotzdem nur einen Schlag ausführt und dann nicht mehr. Das heißt, wenn man mehrere Schläge ausführen möchte, weil der Gegner halt mehrere Schläge braucht, dass man denn, dann muss man halt Rapid Fire machen. Also, ne, ein paar Mal hintereinander die Maustaste pressen. Um mal im Fachdialekt zu bleiben hier. Der Englisch. Ah ne, aber hier kann ich einfach gedrückt halten und tropfen. Tot. Wie geil ist das denn? Einfach gedrückt halt und dann tot. Wie geil ist das denn? Wow. Eine sehr gefährliche Aussage. Ich als Mitarbeiter einer Schule habe ja eigentlich einen Bildungsauftrag, ne? Guck mal, jetzt geht's nicht. Jetzt muss ich wieder. Ach, weil ich im Abbaumodus vom. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass wenn du Blöcke abbaust, kannst du, also wenn jetzt die Blöcke abbaust. Und ich habe jetzt die Maus immer noch gedrückt. In diesem Zustand kannst du keine Tiere wehtun. Also andersrum gesagt, du kannst keine Objekte einsammeln. Oder mit Objekten interagieren. Also mit Entities. Na hier, die Vögel zum Beispiel, die passiert einfach gar nichts. Ich muss erst kurz loslassen. Siehst du? Ich baue einfach durch ihn durch ab. Ich muss quasi einfach loslassen und dann wieder drücken und erst dann, ne, ist er dran. Die dumme Sau. So. Ich habe gesagt, du bist dran, dumme Sau, du. Also so viele Schafe hier. In dem Dschungel rechne ich mit allem, aber nicht mit Schafen. Ja, du bist das schwarze Schaf. Dich lasse ich am Leben, weil du so schon genug gemobbt wirst. Dich zu erlösen wäre langweilig. Bitte was? Alter, wie viele Melonen es hier gibt. Oh mein Gott, ist das geil. Wir haben garantiert schon weit mehr als ein Stack davon. Was halt total dämlich ist. Aber die sind so gut. Ich kann einfach nicht anders, als die abzubauen. Denn das Wasser. Wie viel haben wir? Oh ja, siehst du, wir haben schon mehr als ein Stack. Sag ich doch. Ups. Naja. Wissen wir ja, was wir als nächstes wegschmeißen, wenn unser Inventar voll wird. So, da unten sah sehr interessant aus. Ach so, hier fließt. Oh. Ich dachte, man konnte bis auf Lava eben runter sehen, aber nee, hier fließt einfach nur Lava runter, ist ja. Super lame. Wow, nee. Dann machen wir das Ding da mal zu und dann. So. Am besten stopfen wir das Ding einfach hier mit voll. Ah, davon haben wir mehr als genug. Ah, wäre cool, wenn das gehen würde. Kann ich das hiermit blockieren? Weil ist ja brennbar, ne? Genau, ist ja entzündlich. Das heißt, müsste dann eigentlich in Flammen aufgehen und dann. So. Ach so, da drunter ist auch noch Platz. Ey, leck mich. So. Das müsste ja eigentlich dann anfangen zu brennen und dann bald wieder weg sein, ne? Ach nee, Quatsch, ich habe ja eben, ich hab ja hier Feuerschaden deaktiviert. Das heißt, es bleibt einfach ewig. Weil das ist natürlich sehr praktisch, das mit Blättern zu machen. Weil, wenn du es damit blockierst, siehst du trotzdem, was dahinter ist. Das heißt, du siehst, dass da Lava ist.
Während wenn ich da einfach jetzt dorthin klatsche, dann weiß ich später nicht mehr, warum da jetzt dort ist. Und baust im schlimmsten Fall auch noch direkt ab und dann ergießt sich die Lava über mich. Aber eben, mit Blättern ist es halt geil, weil da kannst du jetzt halt trotzdem. So, da unten gibt es schon mal nichts Interessantes. Sieht zumindest nicht danach aus. Gut, na dann direkt wieder raus hier. Von daher ist halt mit Blättern das halt echt geil. So, ja, nee, komm. Leck mich. Höhlen suchen können wir später machen. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Wüste. Und lass mich von nichts abbringen. Oh, ein Schwein. Hey, ich bleib hier. So. Wo ist eigentlich unser Boot? Das ist unser Boot. Blätter. Witzig, wie das Boot einfach im Wasser unten bleibt. Also entweder es treibt nach oben, weil es Holz, oder es hat keine Auftriebskraft, dann ist aber auch keine Luft mehr, wo es halt wieder runterfallen wie ein Stein. Aber nee, doch, es fällt auch ganz langsam runter. Guck mal hier. Kann man das erkennen? Es geht ganz langsam runter. Sehr interessant. Wie ist das, wenn ich das Boot jetzt hier platziere? Ach ne, der hat das wieder auf dem Wasser. Ali. Jetzt bin ich quasi im Wasser. Aber es geht nicht unter. Es bleibt einfach im Wasser. Sehr suspekt das Ganze. Das ist ja total verrückt. Kannst ja keinem erklären hier. Aber ich bin nicht im Wassermodus, ne? Ich kriege keine Seifenblasen. Okay, dann müssen wir mal weiter experimentell beweisen. Also. Ah, okay, doch. Er merkt, dass ich im Wasser bin. Und jetzt gehe ich auch runter. Das ist ja verrückt. Das ist ja total strange. Das ist ja wie bei Stranger Things. Jetzt ist natürlich die Frage, ab welcher Position, wenn ich jetzt im ersten Block bleibe, das ist ja quasi so, dann geht es nicht unter, aber es ist trotzdem noch im Wasser. Ja, total verrückt. Ja, keine Ahnung. Rot fällt sich komisch. Punkt. Tschüss, ich bin weg. Kein Bock mehr. Wissenschaft ist dumm. Also hier ist ja immer. Wie lang ist diese Scheiß. Hier. Scheiße. Dschungelbiom. Machen wir da hinten eine Steppe. Dann drehen wir mal auch dahin bei. Und dann sagen wir mal bye bye. Aus Drehlich. Dreh dich zum Sackgesicht. Warum macht das Boot eigentlich keine Geräusche? Bis hier nicht auch Platschgeräusche kommen? Oh, ich glaube, da geht gar nicht weiter, ne? Ach, fick dir, vor allem ist auch schon wieder Dschungel. Oh mein Gott, wir sind alle so am Arsch. Ein Delfin, wie süß. So, wo ist jetzt eigentlich hier? Wo ist jetzt eigentlich der gute Stuff? Komm, nimm mal hier. Also, ich jetzt keine Melone mehr abbauen. Sonst kriegen wir hier. Oh, guck mal, der Baum fällt da fast runter. Das Witzige ist, das ist nicht mal unrealistisch, weil im echten Dschungel kann es auch sein, dass Bäume so rauswachsen und dann halt nach oben weiter wachsen. Also nicht nur im Dschungel, sondern allgemein Bäume. Aber im Dschungel kann man halt erkennen, dass das selbst bei großen Bäumen funktioniert. Einfach weil die Bäume, also die Wurzeln halt so weit in die Erde reingehen, dass er trotzdem genug Tragkraft hat, dass der Baum dabei nämlich einfach abknickt.
Oder runterfällt vielmehr. So cool hier. Aber, also. The Hole. Zustand ist recht befriedigend. Sorry, der musste sein. So, es wird langsam dunkel. Hier können wir wahrscheinlich nicht schlafen. Wir sollten also mal irgendwie hier an den Strand fahren und dann mal gucken, dass wir hier. Was? Sie sind zu weit weg? Kann nicht sein. Achso, wir sollten mal doch lieber aussteigen, sonst, ne, nicht, dass die Spiele wieder abstürzt. Hä? Also, da dachte ich gerade, ich bin wieder im Boot drin. War es ja seltsam gewesen wäre. Ja, komm. Dudel mir nicht ins Ohr, Bitch. So, Alter, wir können wirklich so weit fahren, wie wir wollen. Wir fahren immer noch in die gleiche Richtung. Und es ist immer noch Dschungel. Wie groß kann so ein Biom eigentlich sein, sag mal? Das ist ja verrückt. Okay, ich habe keine Ahnung, wie wir da hochkommen, aber wir kommen da hoch. I swear auf. Wir haben nichts dabei, womit wir uns hochbauen können. Ich will da hoch. Ey, Club, es hackt bei euch. Ich will da hoch. Guck mal, vielleicht kommen wir hier hoch. Na, nee. Nee, 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 keine Chance, keine Chance. Nee, nee, wir müssen uns wirklich hochbauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das heißt, wir machen mal. Ach so, siehst du, geht das überhaupt? Kann ich mir hier. Hier kann ich ja abbauen, ne? Ne, kann ich nicht. Da brauche ich nämlich nämlich eine Schere für. Scheiße, Mann, Mann. Schere ist ja bloß zweimal Stahl, ne? Das heißt, es müsste eigentlich klappen. Wenn ich jetzt hier so und dann so und dann. Brr, 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 So, und jetzt, bam, bam. Jawohl. So. Der dauert halt ewig, hier Sachen abzubauen damit, ne? Ah, Mann, ey. Hallo? Nein, meine Hand ist voll. Das gibt es doch gar nicht. Gut. Das kann weg. Noch besser. Das kann weg. Aber. Fleisch! Oh. Was habe ich getan? Fick die Henne. Schere. Wie war das vorher mit dem? Wir lassen uns von nichts ablenken. Aber sorry, aber das Ding sieht halt so geil aus. Ich will darauf. Ich will das Ding besteigen. So. Und die entstehende Ausgeburt soll meinen Namen halten. Behalten. Enthalten. Erhalten. Was? Whatever. So, hier haben wir noch ein paar. Sehr schön. Leider wird es auch relativ schnell abgenutzt, aber ich meine, für den jetzigen Job reicht es zum Glück trotzdem aus. Ja, das war ja super intelligent. Das Wasser geht ja total komisch ab und zu, wenn man da so. Wenn da zwei Soundfiles gleichzeitig abgespielt werden. Ach ja, stimmt, man kann ja so auch. Scharfe Dienste, ne? Ja, kann man nicht. Ah, mit Rechtsklick muss man das machen. Klar, das muss man natürlich mit Rechtsklick machen. Wer kennt's nicht?
Kann man hier mit rechtsklick? Nee, hier kann man nicht mit rechtsklick arbeiten. Also da bekloppt. So, soll es aber mittlerweile reichen. Stimmt, so geht es eigentlich viel schneller, wenn ich hier direkt so mache. Da bekomme ich mehrere mit einmal. Oh, und ein Stack ist voll. Cool. So, jetzt muss ich nur einen Ausgangspunkt suchen, wo ich relativ gut gerade nach oben kommen kann. Also hier zum Beispiel. Ne. Noch nicht so ganz. Was machst du denn hier? Halt, ich wollte gerade gucken, ob ich das Ding auch schälen kann. Also hier, lach schon. Enttarnen kann. Wie heißt das? Scheren kann. Aber. Oh, ich glaube, das reicht doch. Obwohl doch, müsste von der Höhe voll ausreichen. Mehr als 60 Blöcke dürften das nicht sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Oh mein Gott, wir kommen. Das wird ein Spaß. Das wird ein Spaß. Ich sag euch, das wird ein Spaß. Yay. Komme ich jetzt hier? Ja. Es war unschön, aber hey, es funktioniert. So, wo ist denn der Scheiß jetzt da? Aber. Oh, das Ding hat sogar wieder Lava. Aha. So, wo ist die Dreckskiste? Ist hier Gold? Nö, kein Gold. Das hat sich ja voll gelohnt. Ich will mein Geld zurück. So, ja, ganz ehrlich, komm hier. Ja, hier. Komm. Das ist doch jetzt ein Witz. Hat hier wenigstens Effizienz, Schärfe, Haltbarkeit. Ja gut, der hier, ne, die ist ja nicht endlos, von daher Haltbarkeit 2 immerhin. Rückschlag. Okay, also das Ding bringt gar nichts. Das Ding hat wenigstens hier aus... Ah, siehst du, genau, jetzt kann ich mal kurz Rückschlag. Die hat nur Haltbarkeit 2. Jetzt kann ich gucken, ob... Also, wenn das Ding jetzt nicht unhaltbar, unendlich haltbar ist, dann liegt es wirklich an dieses Haltbarkeits-Ausbessern-Ding da. Das ist ja mal sehr interessant. So. Als nächstes... genau, das dürften genau... Ah, nee, das reicht genau nicht. Da fehlen 2. Scheiß jemand an. Ah gut, ganz ehrlich, hier drauf geschissen. Das eine Eisen mehr oder weniger ist mir so egal. So, sonst ist hier nichts, ne? Naja, war ja eher jetzt eine magere Ausbeute dafür. Alter, komm, ich bin der König der Welt. Guckt euch das ganze Scheiß an, Alter. So viel Dreck. So, da kommen wir nie wieder raus, wenn wir da drin sind. Ja, wobei. Wo? Zeig dich, Bitch. Hier drinne? Ich höre es ganz laut. Es muss das hier drinne sein. Ha, oh ja, egal. Du bist da drin, ich nicht, also dumm gelaufen. So, einmal darauf und weg hier. Wo geht's hier überhaupt raus, sag mal? Nö. Wie bin ich hierher gekommen? Ende. Ey, ich springe jetzt einfach ins Wasser. Was macht denn der da? Ist das echt eine gute Idee? Wie tief ist das Wasser? Nicht sehr tief. Ich glaube, wir werden sterben, wenn ich das mache. Andererseits, no risk, no fun. Und hier, wenn ich jetzt hier hingehe, hier ist das Wasser doch sehr tief. Das müssen wir noch locker überleben, oder? Ja, noch Risk noch fahren. Ja, locker, sag ich ja. Das ist ja. So, ist ja gar nichts. So, Boot. Da. Okay. Wir müssen wieder in die Richtung. Sieht aber schon sehr interessant aus, diese Konstruktion da. Nice. Architektonische Meisterleistung würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, weil das da unten schon ganz schön ausgefranst aussieht, aber wenn man wollen würde, könnte man daraus schon was Schickes bauen. Vielleicht. Wie lang?
Ein architektonischer Meister vielleicht schon. So, wo geht's dahin? Da ist schon wieder Steppengebiet. Okay. Natürlich schön, wenn auch irgendwann mal Wüstengebiet wäre, und zwar rote Wüste. Das Problem ist, so lange wie wir jetzt schon unterwegs sind, wenn wir halt auch ewig brauchen, wieder zurückzukommen, ne? Ich meine, das Schöne ist, jetzt müssen wir nicht irgendwelchen, hier müssen jetzt hier keine Hinweise aufbauen und auf dem Rückweg wieder abbauen, wobei das machen wir ja eigentlich eh nicht mehr. Die haben wir nur deswegen letztens wieder abgebaut, weil wir jetzt halt keine Hinweise mehr brauchen. Worauf wollte ich hinaus? Genau. Aber ja, trotzdem müssen wir halt die Strecke, die wir weggeschwommen sind, auch wieder zurückschwimmen. Ja, hier ist immer noch alles grün. Ich meine, wir sind zwar zum Glück jetzt mittlerweile raus aus dem Dschungelgebiet. Das war auch scheiße groß genug. Aber trotzdem sind wir noch nicht in der Wüste. So, als allererstes, deswegen brauchen wir hier noch gar nicht. Beziehungsweise das, ich nehme jeden mal das hier raus. Und wir nehmen stattdessen das hier. Beziehungsweise das hier brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir werden jetzt hier keine Beete bauen. Ja. So, wenn wir gerade schon mal beim Aufräumen sind, dann schmeißen wir das hier auch gleich mal aus. Und das ganz ehrlich auch. Und das hier erst recht. Und das hier braucht keine Sau. Das auch nicht, das auch nicht. Das bald mal. Da müssen wir lang. Langweilig. Da gerade ein Tor? Ja! Habe ich noch so ganz kurz aus dem Augenwinkel heraus erkannt. Lol. Ach so. Dachte gerade, wir haben hier gerade unsere Sachen hingeworfen und ich bin da gerade durchgelaufen. Aber das war doch eine andere Richtung. Aber nee, da hat das Wasser wieder hier Samen weggespült. So, gucken wir mal, ob da ein bisschen bessere Schätze drin sind als Ausgleich für die Niete vorhin. Hier ist ja keine Kiste, oder? Da fuck. Ist die Kiste vergraben? Nee, ne? Im Bonespawn tut die eigentlich nicht, oder? Ne. Hier gibt es aber keine Kiste. Sind diese Hurensöhne geizig? Ich glaub's ja. Was Papen? Schweine. Na gut. Das ist halt so. Was soll's? So. Da fliegen ein paar Blöcke. Sehr interessant. Okay, hier sind wir jetzt mittlerweile aus dem grünen, saftigen Gebiet raus. Das heißt, wir kommen immer mehr in trockenere Trikaltrakogebiete. Problem ist, ich wollte eigentlich nur noch eine Folge aufnehmen. Oder ich werde auch nur noch eine Folge aufnehmen. Wir müssen uns eigentlich also entweder auf den Rückweg machen oder wir machen eine etwas längere Folgenpause, da dann jetzt erstmal wieder ETS oder ATS kommt. Mitten in der Walachei. Was kein Problem ist, weil ne, zurückfinden ist jetzt kein Problem mehr. Aber so richtig wohl dabei ist mir trotzdem nicht. Also, das Einzige, was wohl ist, ist, du spitzt wohl. So, du kommst da mal rein. Weg da mit dir. Du kommst da auch rein. Ah, siehst du, da haben wir noch gar nicht drauf geachtet, ob das Ding wiederhergestellt wird. Noch nämlich nicht, ne? Jetzt haben wir aber auch noch kein Monster umgebracht. Kann also einfach daran liegen, dass wir noch keine XP bekommen haben. Und vorhin, als wir irgendwo dran vorbeigelaufen sind mit XP, hatte ich gerade die Axt ausgewählt. So, sonst ist alles hier in Ordnung. Weißt du was? Ich mach mal hier ganz kurz hier. Ich mach mal kurz hier ein bisschen. Damit, wenn wir neue Sachen aufsammeln, diese nicht irgendwo mit Mank reinkommen. Mache ich mal hier oben frei.
So, das kann eigentlich auch mit Natte unten. Können wir die nämlich erstmal hier aufbrauchen. Mach mal so. Mal so, ich bleib mal so. Das Ding tausche ich mal erstmal hier mit. Ungefähr so, keine Ahnung. So, let's go. Ah, da fängt schon wieder Grünzeug an. Okay, nee, komm. Gut, das heißt, das hier war es auch nicht. Dann werden wir also in der nächsten Folge wieder zurückgehen. Nee, eigentlich. Nee, nee. Weil wir sind jetzt schon mehr als eine Folge gelaufen. Das heißt, das würde eh nicht reichen. Von daher, was soll's. Wir werden also noch weiterlaufen. Und dann werden wir irgendwann mal. Wir werden einfach jetzt so lange laufen, bis wir irgendwann eine Wüste finden. Von daher, bis dann.